Stütze kommt. Wer kann hier nicht lesen? Okay, gehen wir davon aus. Die meisten können lesen. Was steht da? Prüfung? Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Wir werden es jetzt einmal üben, dass wir alle das gemeinsam sagen. Ich sag's einmal vor und dann alle gemeinsam. Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Das werden wir heute noch ein paar Mal haben. Ich darf im Namen der Wirtschaftskammer, und die Präsidentin ist durch sommerliche Freizeiten, Klammer auf, Urlaub, Klammer zu, war es ihr nicht möglich, heute dabei zu sein. Sie wäre gerne dabei gewesen, oder scheut sie das Wasser, das weiß ich nicht. Sie hat mich geschickt und ich darf einmal die Grüße, die ja schon bei der Pressekonferenz passiert wurde, ist, überbringen der Wirtschaftskammer für ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, innovativ, 3D-Druck und was alles gibt, aber ich habe gehört, das kann man sich hier vor Ort selber machen lassen. Ich stelle mich nicht zum Scanner, weil vielleicht zerreißt es. Ja? Wir wollen ihn nicht überfordern. Und darf vor allem auch den Herrn Jörn Stein recht herzlich zum 50. Geburtstag gratulieren, und man soll ja nachher feiern und nicht vorher feiern, und ich glaube, das wird hier ausgiebig gemacht. Ich darf die Urkunde überreichen, darf Ihnen weiterhin alles Gute wünschen, auch im privaten Bereich, vor allem Gesundheit, Schaffenskraft und dass der wirtschaftliche Erfolg so weitergeht, wie er bisher war. Alles Gute. Geehrte Gäste, Ehrengäste, Freunde, Verwandte, Bekannte und Unbekannte, seid herzlich willkommen. Gott grüßt die Kunst! Gott grüßt die Kunst! Wir Jünger der wohledlen schwarzen Kunst und Hüter des guten bergischen Erbes werden heute nach vollzogener Wassertauf ad posteriorum in Anwesenheit sämtlicher Meister und Gesellen der Kremser Offizien Drucker China nach altem Brauch die Aufnahme der Konuten in den Kreis der Schwarzkünstler besiegen. Wohlan, es muss das grobe Schwein mit besonderem Fleiß behobelt sein, den alten Kunstgebrauch zu ehren, den er sich weder sträuben noch wehren. Er hält die üblichen drei Stöße auf den Arsch und zappelt dabei wie ein Barsch. Darauf bezahle er blank und bar das altbekannte Gaucho Nova. Sind schon weg? Okay. Nun lasst die Wasser laufen. Lasst uns das Packzeug kaufen. Johannes Gutenberg zu Mainz am Rhein, er mag im Geiste Zeuge sein. Gott grüßt die Kunst! Gott grüßt die Kunst! Na dann, auf geht's! Packer, packt an!
gebürstet. Gott grüßt die Kunst! Gott grüßt die Kunst! Ja, wenn ein Packern dürstet, dann muss da wohl ein Brand gelöscht werden. Wer den Gorschmeister angreift, der bleibt im Fass. Der bleibt im Fass. Wie lange? Mindestens bis morgen. Thank you.
Wahrung von Brauch und Sitte habt ihr im Namen von Altmeister Johannes Gutenberg die Wassertauf ad posteriorum empfangen. Warum halt der Ruhe? Es war notwendig, den Unfug, die Fehlerhaftigkeit, die Morerei und die Jubelei zu beseitigen und von euch abzuwaschen. Warum mich das betroffen hat, das weiß ich nicht. Du bist der Schlimmste. Wie bitte? Du bist der Schlimmste. Okay. Ihr sollt vor diesem ehrwürdigen Forum bekennen und versprechen, dass all dies nicht mehr vorkommen soll und ihr von euren Sünden freigewaschen seid. Ist es so? Dann sprecht mir nach. Es sei künftig mein Bestreben, stets ein tugendhaftes Leben. Also das war mager, das üben wir nochmal. Es kommt sehr zögerlich, es kommt sehr zögerlich. Was ist da los in Österreich? Stets ein tugendhaftes Leben. Vergessen wir es. Stets ein Leben. Okay. Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Das war's.